Lieber Axel Körner, lieber Herr Meinl, liebe Anwesende, es ist höhere Gewalt, die uns heute zwingt, diesen freudigen Anlass, die Antrittsvorlesung unseres neuen Leibniz-Professors in einem Format zu begehen, das auf das Minimalsymbolische reduziert ist. Der größte, vielleicht, da streiten sich die Geister, schönste, aber zumindest teuerste Raum der Universität mit 10 Personen besetzt. Es ist ein gewisser, aber nur ein kleiner Trost, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird und in der kommenden Woche online zur Verfügung gestellt wird. Es haben auch andere Hochschulen schon Interesse daran angemeldet und das ist immerhin, bleibt es nicht in diesem kleinen Rahmen. Eigentlich sollte das Ganze eingebunden sein in die Veranstaltungen zum Beethoven-Jahr. Und darauf ist auch das Thema des Vortrags abgestimmt, Beethoven vor dem Nationalstaat, historische Lebenswelten und Zeiterfahrung. Axel Körner hat diese Veranstaltung, diese Vorlesung sehr gut vorbereitet im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Er hat sich um eine musikalische Einleitung bemüht, die wir von Herrn Meinl nachher hören werden. Und natürlich war all das gedacht für ein Publikum weit über die Universität hinaus, für ein interessiertes Stadtpublikum und sicherlich nicht für 10 Personen. Und genau so ist auch das Thema ausgewählt worden und das Ganze geplant worden. Aber wir können und wollen die Universität ja nicht zuschließen wegen dieses Virus. Im Zusammenhang mit dem gerade der gesamte Kultursektor in die Knie zu gehen droht und der die Universität zu einer Fernuniversität macht. Deshalb halten wir diese Veranstaltung ab, wenn auch im Kleinen, im absurd Kleinen in gewisser Weise. Und wir heißen Sie, Herrn Körner, herzlich willkommen. Wir sind neugierig darauf, was Sie für uns und viele andere vorbereitet haben, in Wort wie auch in Klang. Dass im Vortrag das Politische und das Musikalische zusammenkommen und sich wechselseitig kommentieren, führt uns direkt hinein in das besondere Profil unseres neuen Leibniz-Professors, den ich nun kurz vorstellen möchte. Axel Körner ist international anerkannt für eine Forschung, die Ideen- und Kulturgeschichte in einem transnationalen und globalen Analyserahmen verbindet. Er hat sich befasst mit der Geschichte politischer Ideen, mit Konzepten von Staat und Staatsbürgerschaft, mit Vorstellungen von Freiheit und Gleichheit und mit der Rolle, die Verfassungen bei der Artikulation dieser Ideen spielen. Körners Ideengeschichte versteht sich nicht als nostalgischer Verweis auf ideologische Projekte der Vergangenheit, sondern durchaus als Schlüssel zu den vielfältigen geistigen Wegen, die auch die heutige multipolare Welt prägen. Ihn selbst hat in seiner Herangehensweise der frühe Abschied von Deutschland geprägt und er hat im Zuge dessen ein ausgesprochen europäisches Profil ausgebildet. Und auch deshalb ist er eine exzellente Wahl als Leibniz-Professor dieser Universität für dieses Semester. Nachdem Axel Körner Ende der 80er Jahre in Berlin Geschichte und Musikwissenschaft studiert hatte, nutzte er das damals neue Erasmus-Programm, das viele unserer Studierenden immer noch sehr freudig nutzen, um an die Universität Lyon zu wechseln. Dort schloss er 1991 den Magister in Geschichte mit einer Arbeit über die Musik der französischen Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts ab. Diese Arbeit bildete später die Grundlage seiner Doktorarbeit am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, die er 1995 abschloss. Nach einer Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Projekt mit dem Titel Urbane Leitkulturen Bologna, Leipzig, Linz, Ljubljana, erhielt er 1996 eine Anstellung als Dozent für neuere europäische Geschichte am University College in London, wo er später zum Associate Professor befördert wurde und seit 2012 einen Lehrstuhl für neuere Geschichte innehat. Im Jahr 2007 wurde er zum Mitglied des Institute for Advanced Study in Princeton gewählt. 2008 folgte eine Einladung als Professor an die École Normale Supérieure in Paris und 2009 eine Amtszeit als Visiting Fellow am Remarque Institut der New York University.
2008 wurde Körner Gründungsdirektor des Center for Transnational History des UCL, das eine führende Rolle in der transnationalen Wende in der Geschichtsforschung spielte. Daraus resultierte auch Körners Zusammenarbeit mit der Globalisierungsforschung in Leipzig, insbesondere mit Matthias Middell und später auch mit Dirk van Laak. Körner steht für eine jüngere Generation von Historikern, die ein Bewusstsein für den transnationalen Austausch in einer zunehmend globalisierten Welt entwickelt haben. Er hat untersucht, wie Ideen über Grenzen hinweg reisen, wie sie mit lokalem Wissen zusammengeführt werden und zu einem neuen und anderen Verständnis der Welt beitragen. Ich will kurz auf einige Schriften eingehen. Das Lied von einer anderen Welt, kulturelle Praxis im französischen und deutschen Arbeitermilieu, 1840 bis 1890, 1997 bei Campus erschienen, basiert auf seiner Dissertation in Florenz und verband deutsche Ansätze zur Arbeitergeschichte mit angloamerikanischen Konzepten von Ideengeschichte und französischer Mentalitätsgeschichte. Mit Kapiteln, die unter anderem revolutionäre Hinterlassenschaften in beiden Ländern, den Wandel der Geschlechtervorstellungen oder die Rolle von Nationalismus und Internationalismus thematisieren, untersucht das Buch, wie sich kulturelle und soziale Erfahrungen auf Prozesse der Klassenbildung in beiden Ländern auswirken. Gegenstand sind dabei Arbeiterlieder und verschiedene Formen musikalischer Geselligkeit. Seine zweite Monographie, Politics of Culture in Liberal Italy, From Unification to Fascism, 2009 und in einer neuen Auflage 2011 in New York bei Routledge erschienen, untersucht am Beispiel der alten Papststadt Bologna die italienischen Erfahrungen der Moderne und der Nationsbildung in ihren jeweiligen lokalen, regionalen und transnationalen Kontexten. Politics of Culture analysiert die italienischen Auseinandersetzungen vor dem Hintergrund europäischer Entwicklungen in Kultur und Wissenschaft. Das Buch zeigt auch, dass die faschistische Machtergreifung in Italien eine Reaktion auf die Entstehung demokratischer Strukturen auf lokaler Ebene war und sich daher nicht auf Entwicklungen auf nationaler Ebene im Italien der Zwischenkriegszeit reduzieren lässt. Im Jahr 2017 veröffentlichte Axel Körner bei Princeton University Press seine jüngste Monographie America in Italy, The United States in the Political Thought and Imagination of the Risorgimento, 1763 bis 1865. Dort zeigt er, dass die transnationalen Debatten, transatlantischen Debatten über politische Institutionen in eine viel umfassendere europäische und globale Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der Aufklärung und den Folgen der Französischen Revolution verbunden sind. Auf der gesamten Halbinsel schlug sich die Konfrontation mit dem amerikanischen Modell in den Debatten über die Nation nieder. Und sie diente dazu, auf lokale Erfahrungen mit der Moderne zu reagieren, wo sie die Grundlage für eine kritische Auseinandersetzung mit weltpolitischen Ereignissen wie dem amerikanischen Bürgerkrieg oder globalisierten Institutionen wie der Sklavenwirtschaft bildete. Beobachtungen zu den politischen Institutionen der Vereinigten Staaten fanden ein Echo im politischen Diskurs Italiens, aber auch in der Literatur, der Oper und in zahlreichen populären Formen der kulturellen Kommunikation. Körner zeigt, wie die Italiener den politischen Experimenten Amerikas häufig aus einer selbstbewussten Position des Stolzes auf das eigene politische und verfassungsrechtliche Erbe ihrer Nation begegneten, das die mediterrane Zivilisation seit mehreren Jahrtausenden geprägt hatte. Im Jahr 2018 verlieh die American Historical Association Axel Körner für diese Monographie den Helen and Howard Mararo-Preis für das beste Buch zur italienischen Geschichte. Charakteristisch für Körners Werk ist also der Brückenschlag zwischen Kulturgeschichte und politischer Ideengeschichte, wobei sich der transnationale Ansatz in erster Linie als eine kritische Hinterfragung nationaler Erklärungsmuster versteht. Auf diese Weise hat er seine Forschungen auch in die Musikwissenschaft und hier vor allem
in die Erforschung der Oper des 19. Jahrhunderts eingebracht. Und wir sind froh, dass wir zumindest ein bisschen sozusagen musikwissenschaftliche Präsenz auch hier haben. Es scheint mir offenkundig, dass sich dieser Zugang sehr gut einfügt in die Stärke Leipzigs in den Global- und Regionalstudien. Gerade die Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften mit ihren diversen Fächern von der Geschichte bis zur Musikwissenschaft, wie auch die überfakultäre Forschung zu Globalisierung, Transkulturalität und Kulturvergleich sind ideale Orte für eine fruchtbare Kooperation in diesem Semester und sicher auch darüber hinaus. Und ich möchte an dieser Stelle auch meinen Dank an die Kollegen aussprechen, die sich darum bemühen, solche Kontakte zu pflegen und auch hier nach Leipzig zu holen. Insofern, Axel Körner, seien Sie herzlich willkommen in Leipzig. Bevor ich nun aber den Vortrag ankündige, hören wir noch etwas anderes, nämlich wir kommen in den Genuss, Professor Alexander Meinl von der Hochschule für Musik und Theater zu hören. Er spielt Beethovens Klaviersonate in S-Dur, Opus 81a, die den Titel Lebewohl trägt. Und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag jetzt, auf den musikalischen Vortrag.
Sehr geehrte Frau Wohlrab-Saar, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, ich möchte mich zunächst bedanken für die Einladung an die Universität Leipzig, insbesondere Dirk van Laak und Matthias Midell und Frau Gründemann, die das alles möglich gemacht hat, und Frau Petzold, die sich um die Organisation gekümmert hat. Für mich hat so eine Gastprofessur hier in Leipzig eine besondere Bedeutung. Frau Wohlrab-Saar in ihrer sehr generösen Einleitung hat es gesagt, es sind in diesem Herbst über 30 Jahre, dass ich Deutschland in gewisser Weise akademisch den Rücken gekehrt habe. Und es ist selten, dass ich in Deutschland die Universitäten ihrer akademischen Emigranten besinnen. Ich bin durch die ganze Welt gereist und war an vielen wunderbaren Universitäten in diesen 30 Jahren. Aber es ist eigentlich das erste Mal jetzt nach 30 Jahren, dass ich eine irgendwie offizielle Anbindung für eine kurze Zeit
an eine deutsche Institution habe und dann an so eine besondere Universität wie hier in Leipzig. Und das ehrt mich ganz besonders. Und das ist für mich, für meine Forschung, aber auch für meine Erfahrung als Lehrender eine ganz besondere Zeit, die ich hier verbringen möchte. Also der Universität, der Rektorin und Ihnen allen ganz herzlichen Dank für diese besondere Einladung. Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an unseren Pianisten Professor Alexander Meinl. Es ist vermutlich das größte Geschenk, das die Universität Leipzig mir machen kann, dass Sie das ermöglicht haben, dass Herr Meinl für uns hat spielen können. Und ich möchte sagen, dass es einen direkten Bezug gibt zwischen dem, was Sie gerade gehört haben und dem, worüber ich reden möchte. Beethoven hätte es gehasst, wenn sein Werk hier als so eine Art Umrahmung oder Unterhaltungsmusik präsentiert worden wäre. Das würde für Beethoven gar nicht gehen und ich werde dazu gleich noch mehr sagen. Ich finde aber auch, das ist ein sehr schönes Zeichen der Kooperation zwischen der Universität Leipzig und der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy ist, dass diese Zusammenarbeit heute hier möglich war. Also ganz herzlichen Dank dafür. Beethoven schrieb die eben gehörte Sonate Opus 81a Ende 1809 im Zusammenhang mit der kriegsbedingten Abreise aus Wien seines wichtigsten Schülers, des Erzherzogs Rudolf. Mehrere schwere Niederlagen gegen Napoleon hatten zum zweiten Mal zur Besetzung Wiens geführt, was nicht nur die Bevölkerung extrem belastete, sondern auch die Evakuierung der kaiserlichen Familie zur Folge hatte. Deren Abreise wurde in Österreich als schwerer Schock wahrgenommen, vielleicht sogar als der Beginn eines noch nicht näher definierten Endes. Dieser Hintergrund erklärt Beethovens ungewöhnliche Satzbezeichnungen in der Sonate: das Lebewohl, die Abwesenheit und das Wiedersehen. Wobei der letzte Satz so zu deuten wäre, dass Beethoven der allgemeinen Verzweiflung Hoffnung entgegensetzte, ein wichtiges und philosophisch fundiertes Prinzip seines Komponierens. Dem Erzherzog, seinem Schüler und Wohltäter, war Beethoven über die finanzielle Abhängigkeit hinaus auch freundschaftlich verbunden. Ihr Freund Rudolf zeichnete der Erzherzog einen Brief an Beethoven im Juni 1813. Ihm widmete Beethoven mindestens 14 große Werke, schrieb für dessen Einweihung als Erzbischof in Olmütz die monumentale Missa Solemnis, auch wenn diese erst verspätet vollendet wurde. Des Erzherzogs unter Beethovens Anleitung entstandene eigene Kompositionen erregten öffentliche Aufmerksamkeit und erfüllten eine im neuen Kaiserstaat nicht unbedeutende kulturpolitische Rolle, wie David Bin Jones kürzlich argumentiert hat. Als Historiker ist es nicht meine Aufgabe, Ihnen eine musikalische Analyse dieses Werks, dieses häufig besprochenen Werks, zu liefern. Hier nur eins. Für Beethoven war ein außermusikalisches Programm, wie ich es mit Hinweis auf Lebewohl, Abwesenheit und Wiedersehen gerade zitiert habe, nicht als musikalische Malerei gemeint, sondern als ästhetische Verarbeitung eigener Gefühle. So lautete bereits der Untertitel der ein Jahr zuvor geschriebenen 6. Symphonie, der Pastorale, mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei. Also ganz anders als das, was uns die Schulmeister oder was die Schulmeister den Kindern im Musikunterricht erklären. Auf die philosophischen Prinzipien, die dieser Idee zugrunde liegen, mehr Ausdruck der Empfindung, eine ästhetische Verarbeitung als Malerei, werde ich am Ende dieser Vorlesung zurückkommen. Wenn sich Mitglieder der historischen Zunft gelegentlich zur Musik oder zur Oper äußern, kann dies die Geduld ihrer Kollegen aus der Musikwissenschaft teils erheblich strapazieren. Vor allem, wenn sie sich darüber erhaben glauben, für historische Zwecke die musikwissenschaftliche Forschung zu rezipieren, mal eine entsprechende Fachzeitschrift oder kritische Edition in die Hände nehmen zu müssen. Die Perspektive der größeren, sich sinnstiftend glaubenden Disziplin auf die vermeintlich weniger bedeutende Nachbardisziplin Musikwissenschaft führt mitunter dazu, sich über solche Gepflogenheiten wissenschaftlichen Arbeitens hinwegzusetzen. Grabenkämpfe zwischen den Disziplinen gehören leider zum wissenschaftlichen Geschäft, obwohl es sicherlich viele Ausnahmen produktiven Zusammenarbeitens gibt. Schließlich stehen sowohl Musik wie auch Geschichte für die Repräsentation von Zeitlichkeit,
auch wenn in der Historik der Fokus auf die sozialen und politischen Strukturen das Bewusstsein für die Semantik von Zeit manchmal in den Hintergrund drängt. Mein eigenes Interesse an der Verbindung zwischen politischer Ideengeschichte und Kulturgeschichte hat die Auseinandersetzung mit Musik immer wieder zur Bedingung gemacht. Es wäre verwegen, Leibniz als Messlatte eigenen interdisziplinären Arbeitens auch nur in Erwägung zu ziehen, doch strebt zumindest die Leipziger Leibniz-Professur einen solchen Dialog zwischen den Disziplinen explizit an. Ein Konzept von Wissenschaftlichkeit folgend, dem ich mich nicht nur während der kommenden 6 Monate hier verpflichtet fühle. Wenn mich meine Arbeiten der letzten 30 Jahre vom französischen Arbeiterlied zum italienischen Wagnerismus, zu Verdi, Meyerbeer und schließlich zu Rossini und Beethoven führten, ging es mir in der Regel darum, historische Erfahrungen von Raum und Zeit in die Erschließung der kulturellen Zusammenhänge einzubringen und dadurch in der Erinnerungskultur verfestigte Mythen wie die Giuseppe Verdis als des Barden des Risorgimento in Frage zu stellen oder zu erklären, warum sich gerade Italien für Meyerbeers Africaine oder Metternichs Wien für Rossini begeisterten oder weshalb sich Verdis um Ballo in Maschera besser als eine amerikanische Oper verstehen lässt und nicht, wie in vielen modernen Inszenierungen, als eine Oper über die Ermordung des schwedischen Königs Gustav III. Beim Blick auf die historische Erfahrung von Raum und Zeit gelangen wir zum eigentlichen Thema des Abends. Häufig verorten wir Beethoven als einen deutschen Komponisten, wie auch immer wir dieses Attribut in seinen historischen Rahmen verstehen. Doch wo liegt dieser Raum von Beethovens Schaffen? Welche zeitlichen Erfahrungen prägten ihn? Sicherlich ist dieser Ort nicht unser heutiges multikulturelles, in Europa eingebundenes Deutschland. Eher findet sich in unserer Vorstellung jenes Deutschland, in dem der Beethoven-Kult entstand, das bereits mit dem Zeitalter der Nationalstaaten verknüpft war und stark von romantisierenden Vorstellungen lebte, in denen der Mythos Beethoven eine Rolle spielte, nicht unähnlich der Rolle, die der Mythos Verdi nach der politischen Einigung in Italien besetzte. Der erste Beethoven-Kult entstand noch zu Lebzeiten in Verbindung mit Beethovens sogenannter heroischer Epoche, eingebettet in die großen Erfolge des Komponisten, die in direktem Zusammenhang mit dessen zunehmender Taubheit gesehen wurden, verband sich hier bereits das Bild des musikalischen Revolutionärs mit dem eines verschrobenen, genialen Einzelkämpfers. Viele dieser Ideen hat die neuere Beethoven-Forschung, die sich mit Soziabilitätsstrukturen und Mäzenatentum beschäftigt, in Frage gestellt und dabei vielleicht auch einen sympathischeren Beethoven entdeckt. Auf diesen frühen Beethoven-Mythos aufbauend, der noch dem Beethoven-Buch des Nobelpreisträgers Romain Rolland als Ausgangspunkt galt, verband sich der zweite Beethoven-Kult vor allem mit Europas und Deutschlands politischer Entwicklung seit den Revolutionen von 1848, wo es ideologische Prämissen immer schwieriger machten, sich von nationalstaatlichen Konzeptionen künstlerischen Schaffens zu befreien. Direkt mit der Revolution zusammenhängend wird Ludwig van Beethoven spätestens seit den Beethoven-Studien Richard Wagners sowohl in der Musikgeschichtsschreibung als auch in der öffentlichen Erinnerungskultur als Teil einer vermeintlich deutschen Nationalkultur gesehen, die sich teleologisch auf einen deutschen Nationalstaat ausrichtet, wie er dann 1871 entstand. Das Ergebnis dieser Entwicklung zeigt sich dann in der Biografik der Jahrhundertwende. So schreibt der Pianist, Musikschriftsteller und Freund Anton Bruckners, August Göllerich, im Jahr 1907 über die Eroica: Alles, was im geknechteten deutschen Geiste an Größe und Idealdurst nach Ausdruck rang, dichtete an diesem Werk freier Kunst mit. Hier war die Musik Fantasiesprache geworden, zur Kunst des Volkes erhoben. Die Studie erschien in einer populären, von Richard Strauss herausgegebenen Sammlung musikalischer Biografien und steht für eine Auffassung, die die Beethoven-Forschung heute klar in Frage stellt. Beethoven war überzeugt, dass vieles, was er schrieb, sich nur durch umfangreiche ästhetische Bildung erschließen ließ, also gerade nicht Volkskunst war. Wenige Jahre später, in der auf die populäre Erinnerungskultur einflussreichen Beethoven-Biografie des Berliner Musikhistorikers Leopold Schmidt, liest sich die Übersteigerung des Mythos zum Nationalen dann wie folgt.
Beethovens Denken war kosmopolitisch, sein Schaffen auf das Universelle gerichtet. Und doch war er der deutschesten Meister einer. Sein Deutschtum war kein zur Schau getragener Nationalismus, aber so tief wurzelte sein ganzes Wesen, sein Menschentum und seine Kunst im Boden der Heimat, dass es nur aus ihr hervorgehen konnte, getrennt von ihr gar nicht denkbar wäre. Das hat auch das deutsche Volk im Weltkriege gefühlt, als es zu ihm wie zu einem Nationalheiligen flüchtete. Schmidt war Kapellmeister, unter anderem in Halle, lehrte Musikgeschichte am Stern'schen Konservatorium in Berlin und schrieb vor allem für das Berliner Tageblatt. Seine Beethoven-Biografie erschien wenige Jahre vor seinem Tod, 1924. Dichotomische Erklärungsmuster der Musikwissenschaft, wie der angebliche Stildualismus einer vom Gegensatz zwischen dem deutschen Beethoven und dem italienischen Rossini gezeichneten Epoche, haben die Sichtweise eines in der deutschen Nation verwurzelten Beethoven noch verstärkt. Der Berliner Musikwissenschaftler Adolf Bernhard Marx behauptete bereits 1859, dass die Wiener, als sie Rossini ab 1822 zu ihm, ihrem, ich zitiere, Abgott machten, Beethoven verlassen, vergaßen. Marx nannte das die Verwelschung der Wiener Musik. Und so wunderte es Marx kaum, dass die Gesellschaft der Musikfreunde Beethoven erst 10 Jahre nach ihrem Bestehen und nach der Aufnahme zahlreicher ausländischer Komponisten zum Ehrenmitglied kürte. Vom verwelschten Wien verkannt, so Marx, musste Beethoven gewissermaßen zum deutschen Komponisten werden. So abstrus uns das heute erscheint, haben bekanntlich auch große Musikwissenschaftler unserer Zeit zumindest die Idee des Stildualismus übernommen, dabei Georg Kiesewetters ursprüngliches Erklärungsmuster vermutlich verkennend. In den beliebten Beethoven-Romanen des frühen 20. Jahrhunderts, die gerne Titel wie Der Titan annahmen, liest sich dieser Gegensatz dann so. Der verzweifelte, noch recht frisch aus dem Rheinland angekommene Beethoven konstatiert, die Wiener wollen Italienisches, sie fliegen auf den süßen Leim und also muss ich so arbeiten, dass ich den Wienern vorderhand gefalle, denn ich muss mir mein Brot verdienen. Daraufhin sein Lehrer, der Domkapellmeister Albrechtsberger, und ihre Zukunft als deutscher Künstler? Bedenken Sie gut, was ich sage, als deutscher Künstler. Selbstverständlich hatte sich parallel zu solchen romanhaften Darstellungen bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine historisch-philologisch fundierte Beethoven-Biografik etabliert. Doch gerade solche Darstellungen hatten auf populäre Vorstellungen erheblich mehr Einfluss, spiegelten sich bald auch in der Vermarktung von Beethovens Musik und politischer Instrumentalisierung wider. Entsprechend auf Volk und Nation ausgerichtete Verortungen Beethovens lassen sich durch das Studium der Quellen zu Beethovens eigener Erfahrung von Raum und Zeit widerlegen, aber auch durch eine Konfrontation biografischer Quellen mit der neueren Forschung zur Bedeutung des Heiligen Römischen Reiches und der Habsburger Monarchie, einer Lebenswelt, die Beethoven und die Menschen seiner Zeit grundlegend geprägt hat. In geschichtsphilosophisch begründeter Absicht betrachtet die Historik solche vornationalen Staatskonzepte meist als Widerspruch zu einem einseitig auf den Nationalstaat ausgerichteten Konzept politischer Moderne, das der Historiker Heinrich August Winkler im deutschen Fall mit der Idee eines langen Wegs nach Westen umschreibt. Die teleologische Verengung vergangener Zeit auf den Nationalstaat verwehrt uns jedoch den Zugang zur Kultur- und Ideenwelt einer Epoche, die die Menschen als ihre Lebenswelt empfanden und die dann durch den dramatischen Wandel historischer Zeiterfahrung zum Verlust emotionaler Bezugspunkte und politischer Orientierung führte. Vielleicht auch zu dem, was wir heute gesellschaftlichen Zusammenhalt nennen. Meine Vorlesung wird versuchen, Beethoven in sein eigenes Verständnis von Raum und Zeit zu versetzen. Dieser historische Rahmen erscheint mir erstaunlich aktuell und so vielleicht auch der Schlüssel zur Frage, warum Beethovens Musik auch heute zu uns spricht. Nach dieser zu ausführlichen Einleitung werde ich Ihnen mein Anliegen und meine Thematik in 3 Punkten darstellen. Zunächst werde ich die Bedeutung der historisch-politischen Räume hervorheben, die Beethoven geprägt haben.
das Kurfürstentum Köln mit seiner Residenzstadt Bonn, das in Beethovens Zeit noch nicht die vom ambitionierten Preußen annektierte Rheinprovinz war, sondern ein stolzer und historisch einflussreicher Teilstaat des Heiligen Römischen Reiches. Ein Ort aufgeklärten Denkens, in den die neue kantische Philosophie Einzug hielt, und ein Ort der Kultur, der von einem aufgeschlossenen Habsburger regiert wurde, was dem Komponisten den Weg nach Wien bereitete. In Bezug auf die Kaiserstadt geht es mir in meinem zweiten Punkt darum, Beethovens Lebenswelt aus der Perspektive der neueren Forschung zur Habsburger Monarchie zu betrachten, die nicht mehr den metternichschen Polizeistaat in den Vordergrund stellt, der von seiner Grundkonzeption als Vielvölkerstaat bereits zum Zerfall verdammt gewesen sei. Hier werde ich Beethovens Erfahrung von Zeit einbeziehen, die einer traumatischen und für Beethoven durchaus existenziellen Kriegserfahrung. In einem dritten und letzten Punkt werde ich auf Beethoven, den Leser von Kant und Schiller, verweisen, um so zu zeigen, dass die teleologische Perspektive auf das nach Beethoven gewordene irreführend für das Verständnis seiner Musik ist. Also das Kurfürstentum im Alten Reich. Alles Gute und Liebe meiner Jugend ist mir noch teuer, schrieb Beethoven 1817 an seinen ehemaligen Schüler Ferdinand Ries. Und noch 1826, ein Jahr vor seinem Tod, sprach er von der Erinnerung an die Rheingegend, die er so sehnlich wieder zu sehen wünsche. Immer wieder bezeichnete er das Kurfürstentum und dessen Residenzstadt in bewegenden, auch nostalgischen Worten als »mein Vaterland«, die schöne Gegend, in der ich das Licht der Welt erblickte, so in einem Brief an den geliebten Jugendfreund Franz Gerhard Wegeler. Neben Wien waren nur wenige Orte in der kollektiven Erinnerung Europas enger mit der römischen Reichsidee verbunden als das Kurfürstentum Köln. Die katholischen Reichsstände arbeiteten auch in der neueren Zeit eng mit dem Kaiser zusammen, weshalb das Reich für sie nicht Relikt des Mittelalters, sondern eine konkrete politische, konstitutionelle Realität des Alltags war. In Dichtung und Wahrheit erinnert sich Goethe, wie er als kleiner Junge die Wahl und Krönung der Kaiser erlebte, den Frankfurter Römer besichtigen durfte, sogar einmal die Kaisertreppe zum ehrfurchteinflößenden Wahlzimmer mit den Reichsinsignien und den Brustbildern sämtlicher Kaiser hinaufsteigen durfte. Dies sind die ersten großen Begebenheiten, an die sich der alte Goethe nach einem nun wirklich ereignisreichen Leben erinnerte. Goethes Großvater hatte als Schöffe bei der Krönung Franz I. im Jahre 1745 den Krönungshimmel getragen und von Kaiserin Maria Theresia eine goldene Kette mit ihrem Bildnis erhalten. Den Mozart-Liebhabern unter uns kann man die kulturpolitische Dimension solcher Ereignisse vielleicht mit Hinweis auf die Feierlichkeiten um die Investitur Leopolds II. Veranschaulichen, als die böhmischen Stände zur Prager Königskrönung seine Clemenza di Tito in Auftrag gaben. Solche Begebenheiten zeigen, dass für die Menschen der Zeit das Reich und seine Staaten reale politische Räume waren, denen man auch emotional verbunden war. Damit widerspreche ich einer in den Kategorien einer angeblichen politischen Moderne argumentierenden Historik, der zufolge, wie Winkler es formuliert, das Heilige Römische Reich deutscher Nation vielen nur noch als eine leere Hülse erschien. Natürlich gab es, wie zu jeder Zeit, politische Denker, die den bestehenden Strukturen von Staatlichkeit kritisch gegenüberstanden und das Reich so als ein schwerfälliges, altertümliches Gebilde sahen. Diese Kritik erinnert mich manchmal an die Art und Weise, wie wir heute vielleicht über die Brüsseler Bürokratie klagen mögen, und trotzdem würden die meisten von uns deshalb nicht den Brexit gutheißen. Äußerungen dieser Art, die sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen lassen, waren, wie Quentin Skinner es nennen würde, Speech Acts, Instrumente eines ideologisch motivierten politischen Diskurses und weniger Spiegel der Realität. Dabei stand der Verfassung des Reichs immer noch die herausragende welthistorische Bedeutung der Habsburger als dynastische Verkörperung der Reichsidee gegenüber,
seit dem 17. Jahrhundert auch in der stilisierten Rolle der Verteidiger des Abendlandes. Es erscheint mir ahistorisch, die daraus hervorgehende symbolische Funktion des Reichs in der kulturellen und politischen Imagination der Menschen dieser Zeit zu verleugnen. Die ideologisch motivierte These von der angeblichen Unzeitmäßigkeit dieses Staates im Zeitalter der Revolution kann man auch mit Hinweis auf Benjamin Franklin in Frage stellen, der während der Spannungen zwischen den amerikanischen Kolonien und dem Mutterland nach Göttingen reiste, um sich dort das Staatsrecht des Heiligen Römischen Reiches erklären zu lassen, das 10 Jahre später in die amerikanischen Verfassungsdebatten einfloss. John Pocock hat bereits in den 1970er Jahren auf das sogenannte Machiavellian Moment hingewiesen, infolgedessen republikanisches Denken ursprünglich vom alten Europa erst nach England reiste, um von dort den Atlantik zu überqueren. Der Westen bedurfte also des Umwegs über den Osten, um sich selbst zu erfinden. In der deutschen Geschichte sollte ein solcher Prozess, der Umweg des Westens über den Osten, um sich selbst zu finden, sich noch einmal wiederholen, wobei ihrer schönen Stadt eine wahrhaft heldenhafte Rolle zukommen sollte, was der Westen dann schnell vergaß. In Beethovens erster Lern- und Schaffensperiode regierte im Kurfürstentum Köln Maximilian Franz, jüngster Sohn der Kaiserin Maria Theresia, der wie seine Brüder, die Kaiser Joseph II. Und Leopold II., ein Verfechter der Aufklärung war. Und so führe ich Sie gleich noch einmal über den Atlantik. Während wir den Josephinismus mit dem aufgeklärten Absolutismus verbinden, ist der als Kaiser oft unterschätzte Leopold vielleicht sogar der interessantere Vertreter des neuen Denkens. Hatte er doch als Großherzog der Toskana einen Verfassungsentwurf in Umlauf gebracht, der sich direkt und explizit an der Virginia Bill of Rights orientierte, einem der wichtigsten Verfassungsdokumente Amerikas, wenn dieser den reaktionären Notabeln in Florenz letztendlich auch zu fortschrittlich war. Gerade diese Reaktion der Notabeln in Florenz sind auch der Schlüssel dazu, dass er sich in seiner kurzen Zeit als Kaiser genötigt sah, einige der Reformen seines Bruders zurückzunehmen. Man findet ganz ähnliche Entwicklungen auch unter Maximilian Franz im Kurfürstentum Köln. Schon Beethovens Ahnen waren Untertanen des Reichs gewesen. Als Beethovens Großvater vom Kurfürst Clemens August, einem Wittelsbacher, in Bonn als Bassist eingestellt wurde, kam er aus der Erzbischofsstadt Mecheln bei Brüssel, Teil der von den Habsburgern regierten österreichischen Niederlande und des Heiligen Römischen Reichs. Maximilian Franz, der letzte amtierende Kurfürst von Köln, unternahm in Beethovens Tagen die Neuordnung der Justiz und verbesserte das Schulwesen und er gründete die Bonner Universität, die deswegen vollkommen unhistorisch nach einem Preußenkönig Friedrich Wilhelm benannt ist, als ob es das Alte Reich und das Kurfürstentum nie gegeben hätte. Nicht aus der Vergangenheit, aus der Gewordenheit rechtfertigt sich Geschichtspolitik. Diese aus der Kurfürstlichen Akademie 1786 hervorgegangene Universität in Bonn ist für unser Verständnis Beethovens durchaus von Bedeutung. Der junge Beethoven war dort kurzfristig eingeschrieben, doch war sie unabhängig davon die Grundlage, dass sich im Rheinland mit wesentlichen Einflüssen auf das philosophische und ästhetische Denken selbst noch des späten Beethovens die Ideen Kants und noch viel stärker die der Kantianer etablierten. Damit verstand sich die junge Universität in Bonn als Kontrast zur konservativen Universität der freien Reichsstadt Köln, auf die der Kurfürst, weil es eben eine freie Reichsstadt war, keinen Einfluss hatte. Einer der ersten Kantianer an der neuen Bonner Universität war Elias van der Schüren, der Kant vom Vorwurf der Religionsfeindlichkeit zu befreien suchte. Zahlreiche junge Talente entsandte der Kurfürst zur Qualifizierung an die besten deutschsprachigen Universitäten der Zeit nach Wien und selbstverständlich nach Leipzig, finanziert durch Stipendien oder durch Gehaltsfortzahlungen. Johann Rainer Strupp wurde an die Göttinger Reformuniversität geschickt. Verschiedene Maler durften sich auf Kosten des Kurfürsten in Rom fortbilden. Beethovens schon genannter Freund Wegeler wurde zum Medizinstudium nach Wien geschickt, bevor er in Bonn Professor und dann während der Franzosenzeit noch kurz Rektor der Universität wurde. Wenn unsere Rektorin hier wäre, würde ich darüber noch weiter erzählen können. Nicht ein Theologe, sondern ein Mediziner und noch dazu ein Mediziner spezialisiert in Frauenheilkunde, wird in revolutionären
Zeiten Rektor der Universität. Viele dieser jungen, weltoffenen Künstler und Gelehrten gehörten Beethovens Kreis an und machten ihn mit fortschrittlichen Gedanken bekannt. Eulogius Schneider vertrat eine neue Ästhetik, die er bald mit Sympathien für die Revolution in Frankreich verband. Der sich in Jena auf die Bonner Professur vorbereitende Jurist Bartholomäus Fischenich lernte dort Schiller kennen und bezeugte Beethovens frühe Begeisterung für den Dichter, die von vielen in diesem Kreis geteilt wurden. In dem berühmten Stammbuch, das die Freunde anlässlich von Beethovens Abschied aus Bonn anlegten, zitierten allein drei der Freunde aus dem Don Carlos. Auch der aus Böhmen stammende kurkölnische Staatsminister Graf Ferdinand von Waldstein-Wartenberg sollte als anhänglicher Freund aus diesen Tagen später ein bedeutender Förderer Beethovens in Wien werden. Beethovens Bonner Lehrer Christoph Gottlob Nefe, übrigens ein Sachse, gehörte ebenfalls diesen Kreisen an und war als fortschrittlicher in seiner Ästhetik durch das neue Schriftgut geprägt. War die universitäre Wissenschaft dem männlichen Geschlecht vorbehalten, war die Debatte zur Literatur und Philosophie stark von weiblichen Protagonisten geprägt, was sich in Beethovens Briefwechsel widerspiegeln sollte. Wo die meisten literarischen und philosophischen Überlegungen mit Freundinnen geteilt werden, während ihn mit den Freunden häufig ein eher derber Wirtshaushumor verband. 1789 wurde das Bonner Hoftheater dem Geist der Zeit entsprechend zum Nationaltheater, was weniger mit Nation im modernen Sinne des Wortes als mit Bildungsauftrag zu tun hatte. Hier wurde der Böhme Antonin Reicher zu Beethovens Freund eine weitere frühe Verbindung nach Prag und Wien. Viele Mitglieder der Hofkapelle gehörten dem Orden der Illuminati an, der geleitet wurde von Beethovens Lehrer Nefe. Das Bonner Repertoire modernisierte sich durch Aufführung der Werke Haydns und Mozarts, Entführung bereits ein Jahr nach der Wiener Erstaufführung, Don Giovanni und Figaro, aber auch die in Wien wichtigen Opern Salieris und Paisellos. Das alles in dem kleinen Bonn, das kulturell eben zu der Zeit nicht peripher war. Als Beamter des kurfürstlichen Hofs waren für den jungen Beethoven die Reichsterritorien und das Reich selbst zentrale Bezugspunkte zu einer Zeit, als von Deutschland selbst im Sinne einer Kulturnation noch kaum gesprochen wurde. Diese politischen Bezugspunkte hatten für Beethoven auch eine dynastische Dimension, die im Fall des Kurfürstentums den lokalen Herrscher mit dem Kaiserhaus verband. Seine erste Symphonie wollte Beethoven seinem ehemaligen Bonner Dienstherrn noch widmen, der jedoch während der Drucklegung verstarb. Zu den ersten bedeutenderen Auftragswerken in Bonn gehörten die Kantaten Beethovens auf den Tod Josefs II. Und zur Thronbesteigung seines Bruders Leopold II. Die Texte dazu stammten von einem Schüler des oben genannten Eulogius Schneider, der sich für die Französische Revolution begeisterte, dann aber der Guillotine zum Opfer fiel. Wie Hans-Joachim Hinrichsen in Erinnerung gerufen hat, thematisiert Beethovens erste Kantate, wie Josef die Menschen ans Licht führte, eine Idee, die Beethoven mit der gleichen Melodie noch Jahrzehnte später im Fidelio zitierte. In der 9. Symphonie wurden diese Menschen dann zu Brüdern. Kurköln, das Heilige Römische Reich, Wien, die Habsburger, das war für Beethoven eine Welt. 1794 besetzten französische Truppen die linksrheinischen Gebiete Kurkölns, die mit dem Frieden von Lüneville 1801 französisches Staatsgebiet, ein eigenes Departement wurden. Da befand sich Beethoven bereits in Wien, ebenfalls dank der großzügigen Förderung durch den Kurfürst. Auch die Erfahrung des Wechsels nach Wien band ihn an das Herrscherhaus. Schließlich regierte dort der Bruder seines Dienstherrn als Territorialfürst, aber auch als Kaiser. In diesem Zusammenhang zu sehen sind die Erfahrungen wie die Enthauptung Marie Antoinettes, der Schwester seines Dienstherrn, aber auch die schon erwähnte Flucht der kaiserlichen Familie und ganz allgemein Beethovens Leiden am Krieg. Damit sind wir bei meinem zweiten Punkt angelangt und wenden uns nach Wien. Das Kaisertum Österreich hatte seinen Ursprung in der Umstrukturierung der habsburgischen Länder im Jahre 1804, als der Staatsverband des Heiligen Römischen Reiches infolge der von Napoleons Eroberung obsolet geworden war. Im Zusammenhang mit meinem Argument wichtig sind hier die bereits erwähnten dynastischen Kontinuitäten,
die diesen politischen Zusammenbruch begleiteten. Im Jahre 1806 legte Franz II. Die Krone des Heiligen Römischen Reiches nieder, regierte jedoch seine österreichischen Länder weiter als Franz I., worin sich das neue, das österreichische Kaisertum begründete. Infolge dieses Rechtsakts kam die Dynastie den konstitutionellen Verpflichtungen gegenüber seinen Kronländern nach, fand aber auch eine Antwort auf das erstarkende Nationalgefühl der Völker. Statt nach dem Beispiel Frankreichs oder Großbritanniens die Errichtung einer nationalen Monarchie anzustreben, gründete sich die österreichische Staatsidee auf supranationalen Prinzipien, die die Völker des Reiches zusammenhalten sollten. Gleichzeitig spiegelte sich in dieser Konstruktion das von Denkern wie Montesquieu am Alten Reich bewunderte Equilibrium zwischen Reichs- und Reichsständen wider, verstanden als Schranke gegen Despotismus und monarchische Gewalt. Damit stand dieses neue Konstrukt der Habsburger Monarchie in direktem Widerspruch zu den häufig als alternativlos dargestellten Nationalstaaten, war aber funktional der Situation großer Teile Zentraleuropas mit seinem Gemisch von Völkern und Religionen hervorragend angepasst. Verschreckt von den Ambitionen der Frankfurter Paulskirche veranlasste 1848 diese Konzeption den Historiker František Palacký, Haupt der tschechischen Nationalbewegung, zu dem berühmten Ausspruch, dass man das österreichische Kaiserreich erfinden müsste, und zwar im Interesse der Menschheit, wenn es dieses nicht schon gäbe. Auch angesichts neuerer Forschung lässt sich der habsburgische Vielvölkerstaat kaum noch auf die Phrase des Völkergefängnisses reduzieren. Neuere Studien, wie die aus dem Umfeld Peter Judsons, betonen die weit verbreitete Indifferenz gegenüber den neumodischen nationalen Bewegungen, aber auch die Fähigkeiten der Monarchie, einen auf die Kronländer und den Gesamtstaat ausgerichteten Patriotismus herauszubilden. Auch die rechtsstaatliche Tradition der Monarchie spielte dabei eine Rolle. Auf Beethovens Zeiterfahrung bezogen, wurde Franz I. von den Völkern der Monarchie vor allem als Friedenskaiser verehrt, der dem Morden der napoleonischen Kriege ein Ende bereitet hatte. Gerade von diesen Erfahrungen waren die Menschen der Zeit tief geprägt und so auch Beethoven. Bände sind geschrieben worden über Beethovens Verhältnis zur Revolution und zu Napoleon, weshalb ich diese Debatte nur auf die Frage seiner Beziehung zum neuen österreichischen Kaiserstaat zuspitzen möchte. Hier in Wien, ich zitiere, hätte eine Revolution ausbrechen sollen, berichtete Beethoven 1794 dem Bonner Freund und Verleger Simrock. Aber ich glaube, solange der Österreicher noch Brauns Bier und Würstel hat, revoltiert er nicht. Was eine eher ironische Einstellung nicht nur gegenüber den Wienern, sondern auch zur Idee der Revolution überhaupt suggeriert. Hauptsorge schien, so Beethoven, es könnte bald kein Gefrorenes mehr geben. Die Prinzipien der Revolution teilte er ähnlich wie Kant und Schiller, weniger aber, was daraus politisch wurde. Als man Beethoven 1802 antrug, eine Violinsonate mit einem außermusikalischen Programm zu den Ereignissen der Französischen Revolution zu komponieren, schrieb er nach Leipzig: Reit euch der Teufel insgesamt, meine Herren, mir vorzuschlagen, eine solche Sonate zu machen. Zur Zeit des Revolutionsfiebers, nun, da wäre das sowas gewesen. Aber jetzt, da sich alles wieder ins alte Gleis zu schicken sucht, Bonaparte mit dem Papste das Konkordat geschlossen, eine solche Sonate, hoho, da lasst mich raus, da wird nichts draus. Die Wortwahl spiegelt Enttäuschung über Napoleon, aber auch Distanz zum politischen Geschehen überhaupt. Gleichzeitig erwähnte der Brief die Widmung seines Septetts an die eigene Kaiserin und dies ohne Anzeichen von Entfremdung. Den Namen Bonaparte schrieb er im Brief übrigens klein, was selbst bei Beethovens eigenwilliger Orthographie auffällig ist. Mich erinnert dies an die Diminution eines späteren Napoleon, die sich 1852 ereignete, als Victor Hugo nach dem Coup d'État in Frankreich den Neffen des großen Bonaparte als Napoleon le Petit abtat. Und so wundert es auch nicht, dass das entsprechende Buch in der Erstauflage Napoleon le Petit ganz klein gedruckt wurde. Das habe ich mal für 10 Francs an den Banken der Seine erstanden als Student in Paris.
Meist rankten sich Diskussionen um Beethovens Verhältnis zum Napoleon um die leidige Anekdote zur zurückgezogenen Widmung der Eroica, die sich im Herbst 1804 ereignete. Der eben zitierte Brief zu Napoleon wurde jedoch bereits mehr als 2 Jahre zuvor geschrieben, ohne in den herkömmlichen Diskussionen zu diesem Thema zitiert zu werden. Die Geschichten um die Eroica berufen sich alle auf 1 oder 2 problematische Augenzeugenberichte sowie auf den physischen Nachweis der vom Komponisten wutentbrannt getilgten Dedikation. Und dieses Porträt Napoleons befindet sich übrigens in Ihrem wunderbaren Museum, wo es mein Sohn Kasper entdeckt hat. Und man könnte das natürlich so interpretieren, dass er sich ärgert, dass er nicht mehr der Titelträger der Eroica ist, aber es geht hier tatsächlich bei seinem traurigen Gesichtsausdruck um die verlorene Völkerschlacht. Doch wenn zitierter Brief bereits 1802 geschrieben wurde, war Beethovens Entzauberung Napoleons weniger eine wilde Kurzschlusshandlung, als es der heroische Mythos will, der immer wieder mit diesem Bild des Titelblatts wieder neu aufgerollt wird. Vielleicht konzentriert sich diese Debatte ohnehin zu sehr auf Beethovens Enttäuschung über Napoleons Programm. Dessen Kaiserkrönung stand nicht nur für die Abkehr von republikanischen Prinzipien, sondern auch für die Hybris der Kaiserkrönung selbst, die für Beethoven einem Affront gegenüber dem angestammten Amt der Kaiserwürde gleichkam. Einen französischen Kaiser, das hatte es nicht gegeben und das konnte auch nicht sein. Wir haben noch andere Quellen, die zeigen, wie sich Beethovens Bild der Revolution und ihres Generals unter dem Eindruck des Krieges gewandelt hatte. Sie sprechen vor allem vom Leiden, ja von der Verzweiflung am Krieg, der seit der Besetzung Wiens auch eine existenzielle Bedrohung für Beethoven geworden war, seines künstlerisch Schaffenden wie auch seines politischen Daseins. So schreibt er im Juli 1809 an Breitkopf und Hertel in Leipzig: Mein lieber Herr, Sie irren sich wohl, wenn Sie mich so wohl glaubten. Wir haben in diesem Zeitraum ein recht zusammengedrängtes Elend erlebt, wenn ich Ihnen sage, dass ich seit dem 4. Mai, das ist das Datum der Flucht der kaiserlichen Familie, wenig Zusammenhängendes auf die Welt gebracht, beinahe nur hier und da ein Bruchstück. Der ganze Hergang der Sachen hat bei mir auf Leib und Seele gewirkt. Der Himmel weiß, wie es weitergehen wird. Welch zerstörendes, wüstes Leben um mich her, nichts als Trommeln der Kanonen, Menschenelend in aller Art. Auch Mitleid spielte hier eine Rolle. So als Beethovens geliebter Schüler, der arme Ries, in diesen unglücklichen Krieg musste, die Muskete auf den Schultern. Ferdinand Ries verkörperte gewissermaßen die Konsequenzen zerstörter Staatlichkeit, die nur durch den Kampf der Nationen ersetzt wurde. Obwohl in Wien wohnhaft, war Ries als Bonner französischer Untertan geworden und unterlag so der Konskription, weshalb er sich in Wien in Feindesland befand. Eine nicht nur für Beethoven absurde Welt. Immer wieder weist die Korrespondenz mit den Leipziger Verlegern auf die geschäftlichen Konsequenzen des Krieges hin, auf die leidigen Umstände, die uns auf allen Seiten beschränken, musikalische Geistesprodukte anständig zu renummerieren, so Breitkopf und Hertel im Juni 1802. Kultur und Geist als erste Opfer des Krieges. Resigniert schreibt Beethoven im November 1809: Was sagen Sie zu diesem toten Frieden? Und bezieht sich dabei auf die Tatsache, dass die napoleonischen Truppen Wien auch nach dem Friedensschluss weiter besetzt hielten. Ich erwarte nichts Stetes mehr in diesem Zeitalter. Nur in den blinden Zufall hat man Gewissheit. Leben Sie wohl, mein geehrter Freund. Das liest sich wie eine Quelle zu Reinhard Koselleks vergangener Zukunft. Dazu kamen noch mundänere Probleme, die auch an Beethoven nicht vorbeigingen. Zum Kochen muss ich jemand haben. Solange die Schlechtigkeit der Lebensmittel so fortdauert, werde ich immer krank, schreibt er an Nikolaus Zmeskal. Ich esse heute zu Haus, des besseren Weins halber. Der österreichische Staatsbankrott von 1811 verringerte zudem ganz erheblich den Wert seiner von den adligen Förderern finanzierten Jahresrente. Es gibt großartige neuere Forschungen zu Beethoven und dem Wiener Kongress, vor allem aus dem Umfeld des Bonner Beethovenhauses, auf die ich hier nicht eingehen kann.
Doch die neuere Historiografie zur Habsburger Monarchie hat auch das herkömmliche Bild Metternichs, des Protagonisten dieses Kongresses, in Frage gestellt, das meist unreflektiert auf den Kanzler eines Polizeistaats reduziert wird, auch in der Literatur zu Beethoven. Als der eigentliche Architekt der postnapoleonischen Ordnung Europas wurde Metternichs Rolle vor allem von der Historik der Nationalbewegung grundlegend negativ bewertet. Nach den alles überschattenden Erfahrungen des Krieges lässt sich Metternichs internationale Sicherheitsstrategie in ihren Auswirkungen auf die nationalen und demokratischen Bewegungen jedoch nur im Zusammenhang des übergeordneten Ziels einer Rückkehr zur Herrschaft des internationalen Rechts erklären. Für Metternich, der im literarischen Salon seiner Mutter die Philosoph bewundert hatte, zerstörte die Französische Revolution die kosmopolitischen Ideale der Aufklärung, an deren Platz eine Welt der Intoleranz und des Fanatismus getreten war, die dann in ein Blutbad mündete, wie es Europa seit dem Dreißigjährigen Krieg nicht erlebt hatte. Siemanns neue Biografie Metternichs zeigt uns einen höchst sensiblen Staatsmann, dem der moderne Krieg, das Morden, die Verrohung der Zivilgesellschaft, die Vergewaltigung, das Sterben der jungen Männer zutiefst verhasst waren, was vor allem in den bis dahin wenig studierten Briefen an seine Freundinnen und Liebhaberinnen hervortritt. Wie im Fall Beethovens war auch die Welt von Metternichs aus dem Bonner Umland stammenden Familie durch den Krieg zerstört worden, weshalb er in Wien häufig als Flüchtling und Emporkömmling gesehen wurde, obwohl er doch aus einer alten Reichsfamilie stammte. Wie im Fall Goethes waren Metternichs Kindheitserinnerungen von den Kaiserkrönungen des Alten Reichs geprägt, bei denen seine Familie wichtige Funktionen wahrnahm. Nach 1815 zielte Metternichs Politik in erster Linie darauf ab, einen Rückfall in die Barbarei des Krieges und des Nationenhasses mit allen Mitteln der Staatskunst zu verhindern. Ein frischer Blick auf diese Prinzipien zeigt auch, wie Metternich die kulturellen Bestrebungen der Völker der Monarchie unterstützte. Gleichzeitig lehnte er doch die moderne Tendenz ab, historisch gewachsene Staatsgrenzen auf der Grundlage des Nationalitätenprinzips neu zu definieren, davon überzeugt, dass darüber niemals Konsens bestehen würde, weshalb es umgehend zu neuerlichen Kriegen käme. In den polnischen Teilungen erkannte Metternich eine illegitime Verletzung internationalen Rechts und strebte die Wiedererrichtung eines unabhängigen Polens in den Grenzen von 1772 an. Das neue lombardisch-venezianische Königreich sollte Selbstherrschaft und juristische Unabhängigkeit innerhalb der Monarchie erlangen. Langfristig war ihm an der Schaffung einer Lega Italica gelegen, vergleichbar dem Deutschen Bund. Zugleich unterstützte er die konstitutionelle Entwicklung der Staaten nach dem Modell Großbritanniens. Er war ja mehrfach im Exil in Großbritannien und hat dort die Verfassungsgeschichte studiert. Erfolglos widersetzte er sich der von Zar Alexander betriebenen Gründung der Heiligen Allianz, nach Metternichs Worten eine, ich zitiere, Stiftung zur Niederhaltung der Volksrechte, zur Beförderung des Absolutismus und irgendeiner Tyrannei. Seinen ästhetischen Idealen einer neuen Zeit entsprechend beförderte Metternich in Wien die italienische Oper und hier vor allem Rossini und Donizetti. Die neue Historiografie zur Habsburger Monarchie verlangt jedoch auch, die Quellen zu Beethoven neu zu betrachten und dabei eine Tendenz zu hinterfragen, die Beethoven immer wieder leichtfertig zum politischen Revolutionär macht, um dieses Bild dann auf die Idee des musikalischen Rebellen zurückzuprojizieren. An dieser Stelle kann ich meine Quellenkritik nur exemplarisch ausführen. So behauptet beispielsweise die Einleitung zu Band 1 der Konversationshefte, der die Jahre 1818 bis 1820 behandelt, dass diese Zeit besonders deutlich Beethovens Enttäuschung über die metternichsche Restaurationspolitik widerspiegele. Als Beleg wird die angebliche Parteinahme Beethovens gegen die französische Intervention in der Spanischen Revolution von 1823 genannt. Hier stellt sich jedoch das Problem, dass wir in den Konversationsheften nicht die Meinungen des ertaubten Beethoven finden, sondern die seiner Gesprächspartner, wobei Gespräche durch den Gebrauch von Konversationsheften ohnehin stark eingeschränkt waren. Zahlreiche Zeitungsredakteure gehörten zu Beethovens Wiener Kreis, von denen viele exponiertere Meinungen zum Tagesgeschehen hatten als der Komponist selbst. Von ihren Ideen lässt sich kaum auf Beethovens Gedanken zurückschließen.
So kolportierten die Konversationshefte, dass der Komponist angeblich als zweiter Sand gelte, weil er so viel über den Kaiser und die Erzherzöge schimpfe. Die Bemerkung bezieht sich auf Karl Ludwig Sand, den Mörder des russischen Staatsrats und Dichters August von Kotzebue. Doch kann dies erstens spaßhaft gemeint sein, wobei kritische Äußerungen zur Regierung weniger als eine revolutionäre Gesinnung als auf aufgeklärtes Denken schließen lassen. Sollte sich Beethovens Schimpfen auf seinen Schüler Erzherzog Rudolf beziehen, stellt sich zudem die Frage, welcher Klavierlehrer oder auch Historiker nicht gelegentlich seine Aljeven verflucht, mögen sie auch Erzherzog sein. Beethoven hatte sich immer wieder um Textvorlagen Kotzebues zur Vertonung bemüht, schrieb Bühnenmusiken für dessen Ruinen von Athen und für König Stephan, was Sympathie für seine Ermordung unwahrscheinlich macht. Bedeutender noch war Kotzebues Rolle als russischer Staatsrat. Beethoven gehörte nicht nur zu den Bewunderern Zar Alexanders, durch dessen Bemühungen Napoleon besiegt worden war. Mit Rasumowski, russischer Botschafter und Minister des Zaren beim Wiener Kongress, und Prinz Galitzin und vielen anderen waren die Vertreter Russlands in Wien ein essentieller Teil seines Patronagesystems und so auch Quellen bedeutender künstlerischer Inspiration, wie Marc Ferragutto kürzlich herausgearbeitet hat. Aus entsprechenden Bemerkungen von Beethovens Gesprächspartnern Rückschlüsse auf dessen politische Einstellung zu beziehen, spricht nicht nur für mangelnde Quellenkritik. Auch in Bezug auf Beethovens Verankerung in der Welt der Habsburger Monarchie ist diese Position nicht schlüssig. Vielmehr scheint hier der ideologische Wunsch ursprünglich der Ursprung des Gedankens, Teil der Mythenbildung, im Fall der Leipziger Edition vielleicht auch das Bestreben, Beethoven in das politische Erbe einzubauen. Schließlich entstanden diese Bände zu einer Zeit, als auch Figuren wie Luther, Friedrich II. Und Bismarck in das Geschichtsbild der DDR integriert wurden. Politische Teleologie war eben eine geschichtsphilosophische Position, die beide deutsche Staaten prägte, wenn auch unter ideologisch unterschiedlichen Vorzeichen. Beethovens Beziehung zum österreichischen Kaiserstaat war jedenfalls auch das Verhältnis zu seinen adligen Förderern, das unter dem Aspekt der Patronage gut erforscht ist. Bereits in Bonn war Beethoven mit einer gewissen Durchmischung der Stände vertraut, was auch eine Folge der Aufklärung war. Als Hofbeamter gehörte Beethoven in Bonn einer privilegierten Schicht an, weshalb romantisierende Darstellungen des eingefleischten Demokraten auch aus dieser Sicht zu hinterfragen sind. Das häufig gezeigte Selbstbewusstsein gegenüber seinen Förderern sowie seine Rebellion gegen jeglichen Eindruck, als musikalischer Lakai behandelt zu werden, erklärt sich auch aus dem Bewusstsein seiner privilegierten sozialen Stellung. Dazu kommen die vergeblichen Bemühungen, seinen niederländischen Namen zu Deutsch vom Rübenhof als Adelsprädikat durchgehen zu lassen, nebst dem Mythos, ein illegitimer Sohn Friedrichs II. Zu sein. Adelsprädikate prägten auch den sehr persönlichen Kreis seiner Männer und Gasthausfreunde, so der Baron Gottfried von Zwieten, dem er die erste Symphonie widmete, oder Klaus Nikolaus Smeskal von Domanowitz, den er in seiner Korrespondenz immer wieder mit himmelschreiender Komik titulierte. Als sein Gräfchen und Barönchen, seinen liebsten Baron Dreckfahrer, als liebster Graf Schaf. Daraus spricht ein aufgeklärtes Gleichheitsideal, aber auch ungezwungener Umgang mit den Ständen. Zmeskal und van Swieten waren zudem Hofbeamte, ein System, mit dem Beethoven täglich zu tun hatte und das dem in Bonn ähnelte, bevor dieses von den Revolutionskriegen zerstört wurde. Der Adel trug vor allem in Wien ganz erheblich zu Beethovens Lebensunterhalt bei, als zahlendes Konzertpublikum und Käufer von kammermusikalischem Notenmaterial, aber vor allem als Auftraggeber und zahlende Widmungsträger seiner Werke, wie im Fall Lichnowskis, Lobkowitz, Rasumowskis oder Galitzins. Gemeinsam mit Erzherzog Rudolf förderten die Fürsten Kinski und Lobkowitz Beethoven ab März 1809 durch den berühmten Rentenvertrag, der jedoch wiederholt zu Schwierigkeiten und auch gerichtlichen Auseinandersetzungen führte und durch das Kriegsgeschehen bald erheblich an Wert verlor. Ferragutto hat jedoch darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht um Beziehungen rein materieller Art handelte, sondern dass sie Teil des künstlerischen Schaffens waren, die in einer Art Mediation bestimmte Werke hervorbrachten, die nur so entstehen konnten.
So erhielt Beethoven den im Bonner Beethovenhaus erhaltenen Satz italienischer Streichinstrumente als Geschenk des Fürsten Lichnowsky, der ihn damit zum Schreiben von Quartetten animieren wollte. Hinrichsen weist darauf hin, dass Beethoven viele seiner Werke als eine Art intellektuelle Konversation konzipierte, die auf dem Austausch im gebildeten und daher eben häufig adligen Salon angewiesen waren, gewissermaßen als eine als ein ästhetisches Grundprinzip. Adlige Salonkultur war so auch musikalische Gesprächskultur. Eine besondere Rolle in diesem System kam dem Erzherzog Rudolf zu, geboren 1788 im Florentiner Palazzo Pitti, Sohn des oben genannten Großherzogs der Toskana, des späteren Kaisers Leopold II. Und jüngerer Bruder des nun regierenden Kaisers Franz I. Mit Beethoven trat Rudolf erstmals 1803 oder 1804 bei den musikalischen Abendveranstaltungen des Fürsten Lobkowitz zusammen, auch wenn es zu regelmäßigen Klavier- und Kompositionsunterricht erst später kam. Beethoven zeigte eine beinahe uneingeschränkte Anerkennung für das musikalische Talent des Erzherzogs, was in 95 überlebenden Briefen an den Schülern dokumentiert ist. Wenn auch die meisten davon Entschuldigungen sind, warum Beethoven nicht zum Klavierunterricht erscheinen konnte, weil er sich krank fühlte. Dem Erzherzog widmete er mehr Werke als jedem anderen seiner adligen Förderer, darunter neben der eingangs vernommenen Klaviersonate das vierte und das fünfte Klavierkonzert, die Violinsonate Opus 96, das Erzherzog-Trio Opus 97. Der Erzherzog war sein Mäzen und Schüler, aber auch ein Freund, eine Beziehung, die durchaus die für Beethovens Freundschaften typische knabenhafte Seite kannte, wie sich beispielsweise in dem Austausch musikalischer Glückwünsche widerspiegelte. Ähnlich denen, wie auch der Wirtshausfreund Zmeskal sie erhielt. Selbstverständlich zeigte sich der häufig schwierige Beethoven gelegentlich auch durch seine Mäzene verstört. Doch stehen alle diese Beziehungen für seine nicht zu unterschätzende Einbindung in den österreichischen Kaiserstaat, ein politisch verfasstes System, das ihm eine Lebenswelt war. Hierin drangen die seit den sogenannten Befreiungskriegen emporkommenden Ideen eines deutschen Nationalstaats kaum vor. Vielleicht sind dies gewagte Behauptungen. Um sie plausibel zu machen, sollten wir uns in meinem dritten und letzten Punkt noch kurz mit dem Leser Beethoven auseinandersetzen, seinem Interesse an Literatur und Philosophie. Beethovens eigenwillige Orthographie, auch seine unleserliche Handschrift, wurden häufig mit mangelnder Schulbildung in Zusammenhang gebracht, wobei sich diese Eigenart gut mit der Idee des wenig verbildeten, gleichsam wilden Naturgenies vereinbaren ließ, also den Mythos beförderte. Auch diese Idee muss sich jedoch der Quellenkritik stellen. Eckhard Roch hat kürzlich darauf hingewiesen, wie viel kompositorische Strategie, Detractio, Amplificatio, ganz bewusste Obscuritas, sich hinter Beethovens Briefstil verbirgt. Beethovens Eigenwilligkeiten sollten wir daher nicht verklären. Und an Bildung mangelte es Beethoven überhaupt nicht. Hatte er gewisse Dinge in der Schule nicht gelernt, bibliografierte er eben, um die Lücken zu füllen, auch wenn es sich dabei um prosaische Dinge wie das Elementarbuch zur kaufmännischen Rechenkunst handelte. Seine auf die Bonner Jahre zurückgehenden philosophischen und literarischen Studien vertiefte Beethoven in Wien, wobei er sich seine Lektüre häufig aus der Bücherstadt Leipzig schicken ließ. Mitten im Krieg bat er Breitkopf und Hertel um eine Gesamtausgabe Goethes und Wielands Shakespeare-Übersetzung. Auch verlieh er seine Bücher, nutzte öffentliche Büchereien sowie die Bibliotheken seiner Freundinnen und adligen Förderer, angefangen mit den Büchern, die er im Salon der Helene von Breuning bereits in Bonn kennenlernte. Seine umfangreichen Studien, auch noch in späteren Jahren, dokumentiert unter anderem das Tagebuch der Jahre 1812 bis 1818. Herder, Schiller, Kant, auch viel Sekundärliteratur zur Philosophie, Religion und zur Literatur. Die langen Exzerpte zu brahmanischen Religionssystemen aus der Rigveda, der Bhagavad Gita, Werken von Kalidasa, der Hymne auf Nayarena von William Jones, dokumentieren nicht nur Beethovens Nachdenken über die Idee eines immateriellen Gottes, sondern sprechen auch für sein humanistisches Weltbild, das den Menschen als solchen, nicht den einer bestimmten Kultur im Zentrum sah. Wenn wir an die Rolle
von Kalidasas Shakuntula für Goethes Faustdenken waren diese Auseinandersetzungen weniger exzentrisch, als sie uns heute vielleicht erscheinen mögen. Noch in der DDR hat Reklam Leipzig solche Dinge in Volksausgaben publiziert. Hierin fügt sich auch Beethovens Auseinandersetzung mit Herders Philosophie der Menschheit, die wir im Tagebuch seit an seit mit Sanskrit-Schriften zitiert finden. Die Ergebnisse dieser Konfrontation sehen wir im Fidelio und der Bearbeitung Schillers, in der Bearbeitung Schillers in der 9. Symphonie. Doch diese Ideenwelt war eben nicht spontane Eingabe, sondern das Ergebnis einer jahrzehntelangen philosophischen und literarischen Auseinandersetzung mit Weltliteratur. Gleichzeitig sollten wir Vorsicht walten lassen, diese Lektüren nicht zu verklären. Nicholas Matthews' Political Beethoven fordert uns heraus, diese Schöpfung menschlicher Erhabenheit entlang dem vom Geniekult häufig als Irrtümer beiseite geschobenen Werken zu lesen, so manchen Schauspielmusiken, den Werken ohne Opuszahl, den aus spezifischen Strukturen der Soziabilität entstandenen Gelegenheitskompositionen, so auch die Musik für den heute vergessenen Friedrich Duncker, der die Leonore Prochaska aus den Befreiungskriegen behandelte. Wenn heute die AfD und die Menschenverachter der Partei Der Dritte Weg in Leonore Prochaska die germanische Märtyrerin feiern, so interessiert den Komponisten des Fidelio daran in erster Linie das Phänomen der Frau im Männergewand. Wie Catherine Hambridge kürzlich zeigen konnte, faszinierte dieses Phänomen als Beispiel einer androgenen Synthese geschlechtsspezifischer Widersprüche. So war Lesen für Beethoven nicht nur Auseinandersetzung mit Menschheitsidealen, sondern auch das Nachdenken über die Fragen der Zeit. Wie aus zeitgenössischen Illustrationen hervorgeht, waren Bücher für Beethoven nicht eine Form des Kapitals im Sinne Pierre Bourdieus, das unangetastet im Bücherschrank verblieb, vielmehr konstituierten sie eine Arbeitsbibliothek, in der die Werke kreuz über quer durcheinander lagen, viele davon offen und mit Notizzetteln versehen. Wie lange bekannt, gehörte zu diesen Büchern auch Kant. Beethoven war direkt vertraut mit seiner allgemeinen Naturgeschichte von 1755 und der Kritik der praktischen Vernunft. Das ist nicht wenig, doch ähnlich wie bei Goethe erreichte ihn das kantische Denken auch aus Sekundärquellen, vor allem über Christoph August Tiedges Lehrgedicht Urania, wie Hans-Joachim Hinrichsen sehr überzeugend in seinem bemerkenswerten Buch über Beethoven herausgearbeitet hat. Und Tiedge gehörte auch zu seinen persönlichen Freunden. Das moralische Gesetz in uns und der gestirnte Himmel über uns, Kant, notierte er zu Beginn des Jahres 1820 in sein Konversationsheft. Vermutlich den Zeitungsartikel eines Kantianer zitierend. Eine erhabene Welt, in welcher der Mensch die Nichtigkeit seines Daseins durch seine Vernunft aufhebt. Ganz ähnlich lautet es im Schlusswort von Kants Kritik der praktischen Vernunft. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Beethovens Eintrag in den Konversationsheften ist auf das Jahr 1820 datiert, doch findet sich eine ähnliche Idee, zumindest in meiner Lesart, bereits im zweiten Brief, berühmten Brief an die unsterbliche Geliebte, datiert vom 6. Juli 1812. Wenn ich mich im Zusammenhang des Universums betrachte, was bin ich und was ist der, den man den Größten nennt? Und doch ist wieder hierin das Göttliche des Menschen. Für Beethoven wurde diese Idee menschlichen Daseins nicht nur Programm seines musikalischen Schaffens, sondern Grundlage der Überwindung seines eigenen Leidens an der Welt. Frühe Kritiker wie E.T.A. Hoffmann und Adolf Bernhard Marx erkannten, dass es sich bei Beethovens Musik um Philosophie handelte. Musik war für ihn Kunst, nicht Abbildung. Darin lag für Beethoven die Herausforderung der Beziehung zwischen Form und Inhalt. Wenn Schillers Idee der Erhabenheit die moralische über die physische Freiheit setzt, folgt dies direkt aus Kant, schafft aber zugleich ästhetische Prinzipien, an denen Beethoven sich seit seiner Jugend orientierte.
Beethoven bestand darauf, dass man sich seine Musik erarbeiten musste. Philosophisch-literarische Bildung bot dazu eine wichtige Voraussetzung, auch wenn er in seinen letzten Klaviersonaten und Streichquartetten in Kauf nahm, dass man ihm auf diesem Weg nicht mehr unbedingt folgen konnte. Auch das widerspricht der Idee des Volkskomponisten. Viele Quellen, liebe Zuhörer, die ich heute vorgetragen habe, wurden von der Musikwissenschaft, mit der ich hier in Dialog getreten bin, bereits zitiert. Mir ging es darum, dieses Material aus der Perspektive eines Historikers zu betrachten, der sich kritisch mit der Verengung seiner eigenen Disziplin auf den Nationalstaat auseinandersetzt, einer Idee politischer Moderne, die als historische Zukunft längst Vergangenheit geworden ist. Wir wissen, welches Leid diese Moderne über uns gebracht hat, wie die Konstitution von Nationalstaaten mit Nationenhass einherging, dem im vergangenen Jahrhundert Völkermorden, die Shoah, Vertreibung und das Ende jeglicher Idee von Menschenrecht folgte. Diese Ideologie bestand auf der Nation, die jedoch dem Einzelnen nie gerecht wird. Deshalb hat uns der große Nobelpreisträger Amartya Sen in Identity and Violence darauf hingewiesen, dass nationale und religiöse Identität immer nur einzelne Faktoren unter vielen sind, die uns bestimmen. Gewalt folgt, wo wir Nationalität und Religion als essentiell betrachten. Beethoven war Patriot, was er mit Kurköln und der Habsburger Monarchie verband, aber nicht mit einem Begriff von Nation, der zu dieser Zeit kaum vorstellbar war. Goethe und Schiller, die Beethoven so nahe standen, schrieben bereits 1796 in den Xenien: Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es Deutsche vergebens. Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus. Oder malte hier der neue Begriff der Nation bereits seine Schatten an die Wand, weshalb man Goethe und Schiller als Warnung lesen sollte? Der freie Mensch, den Goethe und Schiller hier beschwören, passte jedenfalls auch zu Herder, dem wir in Beethovens Tagebüchern immer wieder begegnen. Humanität ist das Ziel der Menschheit. Oder zu Kant, für den der Nationalwahn auszurotten sei, an dessen Stelle Patriotismus und Kosmopolitismus treten sollen. Natürlich erkannte Beethoven die außerordentliche Bedeutung der Französischen Revolution, in welcher der Mensch sich die Wirklichkeit nun selbst erbaute. Doch merkte er bald, dass der Mensch dabei leicht jenes innere moralische Gesetz vergaß, welches Beethoven nach Kant zitierte. Für die mit Kant Aufgeklärten beruhte das Ende des Despotismus auf einem Menschheitsideal, das unvereinbar ist mit jener von der Volonté générale propagierten unteilbaren Nation. In diesem Menschheitsideal gab es auch keinen Platz für den Nationenhass eines Arndt, Fichte oder Jahn, die sich unter den ehemals kritischen Denkern nun breitmachten. Damit hatte Beethovens an Kant und Schiller geschultes Menschheitsideal nichts zu tun. Und so ist es vielleicht der Grund, warum Beethoven uns heute vor dem Verzweifeln bewahrt und uns Hoffnung gibt. Dankeschön.